Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Video von The Cruise Vibes, und heute schauen wir uns die ersten beiden Tage an Bord der Riverside Mozart an, die wir uns im letzten Video schon angeschaut haben. Hier auf der Streckenkarte seht ihr auch gleich unseren heutigen Fahrtverlauf. Wir werden also von Passau nach Linz fahren, und im dann danach folgenden Video geht es dann noch weiter nach Wien auf unserer Kurzreise mit der Riverside Mozart. In Passau angekommen wurden wir mit einem privaten Transfer abgeholt, das ist bereits im Reisepreis inkludiert. Und dann wurden wir zum Anleger in Passau-Lindau gebracht, konnten da also schon mal einen ersten Blick auf Passau werfen. Wir hätten theoretisch auch noch genügend Zeit gehabt, nochmal zurück in die Stadt zu fahren oder zu gehen, aber wir wollten dann natürlich die Zeit an Bord nutzen und das Schiff kennenlernen. Wir waren relativ früh da, man weiß ja nie mit Verspätungen, deswegen hatten wir den frühestmöglichen Zug gebucht, waren dann schon kurz nach 10 an Bord und durften trotzdem schon auf unsere Kabine, denn die Crew wusste ja, wann wir ankommen aufgrund der angegebenen Zeit und des Transfers, und hatten dann entsprechend die Kabinen schon vorbereitet. Wir wurden direkt beim Anbordkommen gleich mit einem Glas Sekt begrüßt, und nach dem sehr schnellen und komfortablen Check-in ging es dann auch in meine wunderschöne Kabine, eine Harmony Suite mit etwa 20 Quadratmetern, tatsächlich die kleinste Kabinenkategorie an Bord und trotzdem die schönste und größte Kabine, die ich jemals auf einem Flusskreuzfahrtschiff hatte. Hier mit modernem Badezimmer. Schiff ist ja auch für den asiatischen Markt gefahren, deswegen eben solche modernen Toiletten. Hier habt ihr gerade den Schalter gesehen, wo ihr das einfach ausschalten könnt, falls ihr das nicht braucht. Ja, und jetzt schauen wir uns in der Kabine weiter um. Ihr seht schon wirklich, das ist eigentlich eine Hochseekabine. Also so eine große, tolle Kabine habe ich noch nie auf einem Flussschiff gesehen. Das ist wirklich über Hochseestandard, also wirklich eine riesengroße, wunderschöne Kabine. Sehr, sehr viel Stauraum haben wir natürlich auch. Hier haben wir dann den Nachttisch mit USB-Steckdosen, regulären Steckdosen und dimmbaren Lichtern. Zeige ich euch einmal, wie das funktioniert. Ganz einfaches System, und zwar steuert es nämlich alle Lampen gleichzeitig in der Kabine. Es gibt also nur ein oder aus und dann eben die Zwischenstufen, sodass ich die Helligkeit noch einstellen kann. Also wirklich ein ganz einfaches, praktisches System. Hier am Schreibtisch habe ich eine Kaffeemaschine. In der Schublade finde ich dann natürlich auch die entsprechenden Kapseln dazu. Hier ein bisschen Deko, wobei die auch tatsächlich Licht machen, diese Kerzen, natürlich elektrisch. Hier haben wir die Minibar, Wasser ist mit dabei, der Rest muss natürlich bezahlt werden. Und dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Stauraum und natürlich auch einen richtigen Schreibtisch hier mit weiteren Steckdosen. Ja, das Flackern liegt leider an der Kamera, flackert natürlich nicht wirklich in der Kabine. Und hier sehen wir noch den Schreibtisch. Und hier haben wir die Fenster gesehen. Wir sind also auf dem untersten Deck, wo man normalerweise nur so ein kleines Fenster nach oben hin hat auf anderen Schiffen. Hier haben wir tatsächlich relativ große Fenster, wo man auch wirklich rausschauen kann. Gegen 12 gab es dann auch schon Mittagessen, und zwar im Blue hinten am Heck des Schiffes, und da gab es eine Suppe, für mich einen leckeren Burger. Ich war in dem Fall mit meiner Oma unterwegs. Und sie hatte dann eben eines der normalen Gerichte, in Anführungszeichen, da gibt es um ein wechselndes Tagesgericht, hinten im Blue gewählt. Und ein leckeres Dessert gab es auch noch. Ja, dann ging es weiter in die Panorama-Lounge. Und zwar haben wir hier noch sehr viel Platz gehabt. In dem Fall dachte ich erstmal einfach noch, dass die anderen Gäste alle ein bisschen später kommen und wir jetzt hier das leere Schiff genießen können. Hatte natürlich auch noch Zeit, nochmal einen Blick von außen auf dieses wirklich beeindruckende Schiff zu werfen. Hier sehen wir das mit dem Semikatamaran auch nochmal ein bisschen, was ich im letzten Video ja schon erklärt habe. Und ja, auch hier hinten sieht man nochmal diese beeindruckende Breite von über 22 Metern. Ja, dann ging es ins Bistro zu einem kleinen Snack zum Nachmittag hin. Kann man sich hier selber was holen oder an der Bar auch noch etwas bestellen. Kaffee gibt es natürlich auch, sehr, sehr lecker. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen die vorbeifahrenden Schiffe beobachtet. Und dann wurde es auch schon Zeit für den Willkommenscocktail. Erstmal hier pflichtbewusst ein bisschen weiter nach hinten gesetzt, an einen kleinen Tisch, damit wir nicht zu viel Platz wegnehmen. Aber es stellte sich dann tatsächlich heraus, dass gerade mal 30 Gäste an Bord waren auf dieser Reise, bei einer Crew von 80. Also das war wirklich absoluter Luxus. Und der Luxus ging beim Abendessen weiter. Hier sehen wir das erste Abendessen an Bord.
Und ja, was soll ich dazu sagen? Das war mit Abstand das beste Essen, was ich jemals auf einem Schiff, egal ob Fluss oder Hochsee, gegessen habe. Also der Standard hier ist extrem hoch. Schaut hier beim Dessert mal zu. Das wird von der Crew gemacht. Ja, natürlich mit warmem Kern der Schokokuchen hier und der wird dann noch mit einer Vanillesoße von der Crew am Tisch gefüllt. Also wirklich Luxus pur und alles unfassbar lecker. Ja, und dann ging es natürlich nochmal in die Panorama-Lounge, auch mal schauen, was die Bar so kann. Und auch die machen wirklich hervorragende, extrem leckere Getränke. Wie gesagt, auch zu fairen Preisen. Natürlich ein bisschen höher als vielleicht auf anderen Schiffen, aber nicht so, wie man es erwarten würde bei einem 5-Sterne-Schiff, dem luxuriösesten Schiff auf der Donau. Ja, und gegen 22 Uhr hieß es dann Leinen los. Wir haben Passau-Lindau verlassen, dann erstmal gleich am Anleger gedreht und nun nehmen wir also Kurs in Richtung Linz an der Donau. Geht jetzt also über die Grenze nach Österreich, die ist direkt hier schon hinter dem Anleger, der liegt schon direkt an der Grenze. Hier seht ihr diese Eisenbahnbrücke, auf der anderen Seite ist bereits Österreich. Dann geht es ein ganzes Stück auf der Grenze entlang, vorbei an ein paar anderen Flusskreuzfahrtschiffen, die hier teilweise auch schon im Winterhafen lagen. Wir waren jetzt hier Ende Dezember unterwegs, kurz vor Weihnachten. Und das war eine Kurzreise, Positionierungsreise von Passau nach Wien. Und ab Wien sollte dann die Weihnachtsreise starten, die dann wieder gut gebucht war. Und deswegen fand diese Reise statt, auch wenn nur 30 Gäste an Bord waren, weil das Schiff sowieso nach Wien musste. Und dann kann man natürlich auch immerhin diese 30 Gäste mitnehmen. Und weil diese Reise nicht so gut gebucht war, war die auch für die Verhältnisse von Riverside sehr günstig zu haben. Normal ist das natürlich ziemlich teuer, das ist eben ein Luxusprodukt und hat eben auch entsprechende Preise. Aber diese Reise wurde sehr viel günstiger als die restlichen Reisen angeboten und deswegen hatte ich auch die Möglichkeit, überhaupt hier an Bord zu sein, weil ich diese Chance genutzt habe, ein so tolles Schiff zu einem Preis, vergleichbar mit ganz normalen anderen Flusskreuzfahrten, wo man natürlich viel weniger bekommt für dieses Geld. Also wirklich ein Schnäppchen hier, diese Reise mitzumachen. Da waren wir bei einem Preis pro Nacht von ungefähr 200 bis 250 Euro. Das ist also durchaus vergleichbar mit anderen gehobenen Veranstaltern, aber hier sind wir natürlich vom Niveau her nochmal deutlich darüber. Ja, erstes Highlight der Reise war dann die Schleuse Jochenstein, die wir jetzt hier gerade schon wieder verlassen. Und direkt dahinter haben wir dann die namensgebende Felseninsel Jochenstein. Und da gibt es verschiedene Sagen zu, so soll der Teufel Engelhards Zell durch eine große Mauer in der Donau überfluten wollen und in der Donau einen Teufelsstein fallen gelassen haben. Die andere Sage bezieht sich auf die Geschichte der Nixe Isa, die man hier auch sehen kann. Die wohnt hier unter dem Jochenstein und soll ähnlich der Lorelei am Rhein mit ihrem Gesang die Schiffsleute angelockt und ins Verderben gelockt haben. Ja, das habe ich mir noch angeschaut und danach war es auch schon Zeit zum Schlafen gehen. Und am nächsten Morgen ging es dann mit einem grandiosen Frühstück los. Also die Qualität hier auch nochmal weit über dem, was man von anderen Schiffen so kennt. Ich glaube, das sieht man selbst. Ja, und derweil haben wir dann Linz erreicht. Da hatten wir jetzt leider den ungünstigen Liegeplatz am Flugplatz. Der ist ziemlich weit weg von der Stadt. Deswegen habe ich den Vormittag mal ganz entspannt mit Wellness im Spa-Bereich verbracht. Da viele Gäste schon auf Ausflug waren und eh ja nur 30 an Bord waren, hatte ich den Bereich für mich ganz alleine und konnte das richtig genießen hier. Dann ging es zum Mittagessen wieder in das Blue. Das war das Restaurant, was hier zum Mittag immer geöffnet war auf unserer Reise. Gab es wieder eine leckere Suppe. Diesmal habe ich mich für das Pasta-Gericht entschieden. Es gibt nämlich nicht nur den Burger oder das normale Tagesgericht, sondern auch wechselnde Pasta-Gerichte. Und zum Nachmittag ging es dann mit dem Transferbus, der natürlich von Riverside angeboten wurde, ins Zentrum, da viele Gäste Ausflüge gebucht haben. Ja, waren wir die einzigen im Transferbus. Warum haben jetzt so viele Gäste Ausflüge gebucht? Das liegt daran, dass Riverside eine internationale Marke ist, sozusagen. Kommen aus Deutschland, gehören zur Seaside Hotelkette, aber richten sich vor allen Dingen auch an internationale Gäste und die buchen natürlich deutlich häufiger Ausflüge als deutsche Gäste, weil sie natürlich viel mehr kennenlernen wollen, die eben noch nie hier waren. Ja, deswegen hatten wir einen Bus für uns alleine. Wir haben uns Linz dann auf eigene Faust angeschaut, waren auch schon ein paar Mal da. Auch meine Oma kannte das schon. Deswegen haben wir das dann ganz
gemütlich auf eigene Faust gemacht. Einer meiner Lieblingsorte hier ist Schenkis Vinothek. Wenn ihr mal einen guten Wein aus der Region sucht, probieren wollt, dann könnt ihr dort mal vorbeischauen. Ja, und dann haben wir uns noch ein bisschen umgeschaut, hier am Hauptplatz natürlich, und sind dann mit der Pöstlingbergbahn hoch auf den Pöstlingberg gefahren. Das ist der Ausblick von oben. Zu der Fahrt selber wird es nochmal ein eigenes Video geben. Das wird das nächste Video sein. Da zeige ich euch das Bahnsystem mal. Falls euch das interessiert, könnt ihr das gerne auch anschauen. Und danach geht es dann weiter. Hier sehen wir die Pöstlingbergbahn nochmal. Und als wir zurück waren, ja, da war es dann soweit. Alles war schön beleuchtet, denn die Weihnachtsmärkte sind natürlich bei Dunkelheit sehr viel schöner. Da waren wir auf zwei verschiedenen und haben dann auf unseren Transferbus gewartet, der uns dann wieder zurück in Richtung Schiff gebracht hat. Ja, es gibt auch zentralere Anleger hier in Linz, hatten wir jetzt aber das Pech, dass wir hier in dem Fall einen nicht ganz so guten Anleger hatten, aber dafür gab es ja den kostenlosen Transfer. Und dann war an Bord, stand auch gleich das Abendessen an, da habe ich mich mal getraut, Schnecken zu probieren. Äußerst lecker, hätte ich nicht gedacht, gibt natürlich auch immer, ich sag mal, normalere Alternativen. Dann Tomate Mozzarella mit bunten Tomaten, wirklich auch extrem lecker und eine unfassbar gute Ente, also wirklich butterzart, extrem lecker. Bisschen Käse als Dessert und ja, dabei wieder die vorbeifahrenden Schiffe beobachtet. Wir lagen heute übrigens in zweiter Reihe neben einem Flusskreuzfahrtschiff von Arosa. Und ja, dann ging es wieder abends in die Bar. Da kann man übrigens auch einfach sagen, was einem so gefällt, und die wirklich hochmotivierte, super freundliche Crew hat mir dann immer irgendwas Passendes vorgeschlagen, persönliche Tipps, Empfehlungen. Also das ist wirklich ein ganz toller Umgang mit der Crew hier, die sind wirklich so hilfsbereit und so nett. Das war also wirklich ein ganz tolles Erlebnis hier an Bord der Riverside Mozart, und das waren auch schon die ersten beiden Tage. Hier seht ihr, wann das nächste Video kommt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, würde mich sehr über Likes, Kommentare, Abos oder geteilten Links erfreuen, und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder.